Das Tihar-Gefängnis in Neu-Delhi. Früher gehörte es zu den berüchtigsten Gefängnissen Asiens. Es gab unglaublich viel Gewalt. Das Leben dort war eine einzige grausame Folter. Tihar ist heute ein Hochsicherheitsgefängnis. Und man bemüht sich um ein besseres Bild. Es ist sauber, grün und ruhig. Doch es gibt noch dunkle Ecken. Es kann jeden Augenblick vorbei sein. Hier gibt's kein Entkommen. Der neue resolute Gefängnisleiter und seine Wärter haben nun die Aufgabe, mehr als 10.000 Insassen in Schach zu halten. Hier sind sehr viele Verbrecher und Terroristen untergebracht. In diese Welt kommt ein neuer Insasse. Einer, der noch nie im Gefängnis war. Er wird bald lernen, wie es in Asiens größtem Knast läuft. Auf die harte Tour. Täglich bringt eine flotte Busse neue Häftlinge nach Tihar, in Asiens größtes Gefängnis. Jeden Monat werden hier mehr als 3000 Menschen inhaftiert. Ashir Kumar war noch nie im Gefängnis. Er wurde wegen häuslicher Gewalt und Verletzung der Unterhaltspflicht angeklagt. Der Richter schickte ihn direkt vom Gericht ins Gefängnis. Wie ist Ihr Name? Ashir Kumar. Der Name Ihres Vaters? Shri Arun Kumar. Ihr Beruf? Ich habe eine Videospielhalle. Haben Sie Narben? Hier. Noch mehr? Hier ist noch eine. Die Gefängnisbeamten nehmen die Daten auf. Ein Arzt soll klären, ob es etwas gibt, das behandelt werden muss. Suchtkrankheiten? Ja, Sir. Wovon? Alkohol und Zigaretten. Irgendwelche Krankheiten? Tuberkulose, Asthma, Epilepsie, HIV, Diabetes? Nein. Mund auf. Seit Tihars Eröffnung 1958 müssen sich alle Neuankömmlinge einer Leibesvisitation unterziehen, so auch Ashir. Dann betritt er das Gefängnis. Ich habe von Tihar gehört, aber ich bin zum ersten Mal hier. Ich habe ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, was für Leute hier sind. Ein Mitinsasse führt ihn hinein. Ashir sitzt hier nur vorläufig ein. Nach indischem Recht ist er ein Untersuchungshäftling. Seine nächste Anhörung soll in einem Monat sein. Bis dahin bleibt er in Tihar. Einige der berüchtigsten Kriminellen der Welt haben schon in Tihar gesessen. Wie der Serienmörder Charles Sobhraj und Terroristen wie Ahmed Omar Said Sheikh, der mutmaßliche Mörder des US-Journalisten Daniel Pearl, und Maulana Massoud Assar, der in die Anschläge vom 11. September verwickelt gewesen sein soll. Der Gefängniskomplex ist etwa 1,6 Quadratkilometer groß und besteht aus 9 einzelnen Gefängnissen. 8 davon beherbergen Männer, Nummer 6 ist ein Frauengefängnis. Jedes Gefängnis ist wiederum in Trakte mit Baracken und Zellen unterteilt. Im Tihar-Komplex sind mehr als 10.000 Gefangene inhaftiert. Das ist 20 Mal mehr als in einem US-Gefängnis. Vergewaltiger, Terroristen,
Mörder, Drogendealer und Bandenchefs sitzen hier zusammen mit Kleinverbrechern und Wirtschaftskriminellen ein. Jeder Tag bringt neue Herausforderungen für die nur rund 700 Wärter. Ihr Boss ist Generaldirektor Brijesh Kumar Gupta. Der ehemalige Abteilungsleiter für Kriminalität in Neu-Delhi hat im Sicherheitsdienst des indischen Premierministers gearbeitet. Insgesamt ist er schon 35 Jahre im indischen Polizeidienst. Im Kontrollraum sieht er, wie ein Häftling einen Wärter angreift. Andere Wärter der Tamil Nadu Special Police, kurz TSP, greifen nicht ein. Warum greifen die anderen nicht ein? Es sind so viele da. Ruf den Kommandanten. Die TSP-Wächter stehen nur herum. Sehen Sie sich das an. Die sollten alle suspendiert werden. Unsere Aufgabe ist vor allem, eine sichere Verwahrung für so viele Gefängnisinsassen zu gewährleisten. Wir haben immer um die 11.000 Häftlinge. Diese große Zahl stellt uns vor eine gewaltige Herausforderung. Für Ashir beginnt in Gefängnis Nummer 3 der erste Tag. Der Morgenappell ist um 5.30 Uhr. Die erste Nacht im Gefängnis war für Ashir nicht einfach. Als ich in die Baracke gekommen bin, haben mich alle angestarrt. Das war so komisch. Ich habe ja kein großes Verbrechen begangen. Ich hatte eine furchtbare Nacht. Überall waren Moskitos und Wanzen. Die Decke war kratzig. Man konnte sich nicht damit zudecken. Sie schürfte die ganze Haut auf. Das Licht war die ganze Nacht an. Und es war so eng. Man ist ja hier nicht alleine. Die ganze Nacht wurde laut geredet. Deswegen habe ich kaum geschlafen. Ashir hat Glück. In Tihar gibt es Maßnahmen, die den Insassen dabei helfen sollen, mit dem Leben im Gefängnis zurechtzukommen. Es gibt regelmäßige Yoga- und Meditationskurse und spirituelle Vorträge. So wird die negative Einstellung der Gefangenen zum Positiven verändert. Die Gefangenen nutzen oft die ruhigen Grünflächen in den Gefängnissen, um allein zu meditieren. Siddharth Vasisht, besser bekannt als Manu Sharma, wurde wegen Mordes an einem Model verurteilt und sitzt seit 8 Jahren in Tihar. Er stammt aus einer Unternehmerfamilie mit politischem Einfluss und war daher nicht auf das Leben im Gefängnis vorbereitet. In meiner ersten Nacht hier ist etwas Bedeutendes passiert. Als ich gerade in meine Zelle gehen wollte, kam ein alter Mann auf mich zu und gab mir einen großen flachen Stein. Und er sagte, leg den unter dein Bett. Ich fragte, wieso? Und er meinte, tu es einfach. Ich habe das nicht verstanden. Ich fragte ihn nochmal und er sagte, jemand könnte dir etwas tun. Also packte ich den Stein unter mein Kissen und legte mich schlafen. Nachdem er mir das gesagt hatte, konnte ich natürlich nicht einschlafen. Ich lag die ganze Nacht wach. Erst am Morgen bekam ich mit, dass der Mann, der mir den Stein gegeben hatte, 22 Morde auf dem Kerbholz hat und der andere, vor dem er mich gewarnt hat, etwa 30. Die stecken einen im Gefängnis mit Schwerverbrechern zusammen. Ich hatte große Angst. Die ersten 5 Tage fürchtete ich um mein Leben. Selbst heute noch habe ich Angst. Die
Im Gefängnis nebenan sitzt der Brite Edward Joseph Ellis. Er wurde wegen Drogenbesitzes verhaftet und sitzt seit 7,5 Jahren in Tihar ein. Er kann sich noch gut an seine ersten Tage erinnern. Es war ein einziger schrecklicher Albtraum. Ich kam nachts im Gefängnis an. Man brachte mich zu einer großen Zelle. Als der Wärter die Tür öffnete, so etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. Es war unglaublich. Überall auf dem Boden lagen Leute herum. Wir mussten jemanden rufen und ganz hinten in der Ecke ist dann einer aufgestanden. Es war dunkel. He got up and he picked his way through the bodies and he came to us. So you know, auf dem Weg zu uns musste er über alle anderen steigen. Er schob zwei Leute auseinander. Das war dann mein Platz. Wir lagen da Kopf an Fuß, Schulter an Schulter. Damals waren die Zellen so widerlich. Die Wände waren bedeckt mit dem Schweiß der letzten 60 Jahre oder wie alt das Gefängnis auch ist. Ausdünstungen der Körper, die sich daran lehnten. Es gab eine Toilette. Es sollte eine Toilette sein, aber es gab kein fließendes Wasser. Nach ein paar Stunden war der Abfluss verstopft und alles schwamm in Urin und Exkrementen. So war das Gefängnis, Kopf an Fuß, Schulter an Schulter. Edward gewöhnte sich nur schwer an die Bedingungen im Gefängnis. Damals gab es in dieser Zelle, in diesem Gebäude, unglaublich viel Gewalt. Das kann man nicht beschreiben. Das Leben dort war eine einzige grausame Folter. Gewalt ist in diesem Gefängnis allgegenwärtig. In der Vergangenheit hatte das schlimme Folgen. Es ist der 4. Oktober 1990, nachts. Ein Häftling liegt im Sterben. Es geht ihm schlecht. Jemand muss den Arzt rufen. Wir warten seit 2 Stunden. Wo ist der Arzt? Hat jemand den Arzt gerufen oder nicht? Wir haben es versucht. Er geht nicht ans Telefon. Er kommt schon, wenn es wichtig ist. Zurück! Der Zustand des Mannes verschlechtert sich. Und der Arzt ist nicht in Sicht. Ist jemand krank? Kommt der Arzt erst, wenn er tot ist? Er wird es nicht schaffen, er wird sterben. Schließlich verliert der kranke Häftling den Kampf. Die Lage spitzt sich zu. Die Unruhe steigt. Nach mehreren Stunden hat die Verwaltung die Leiche immer noch nicht abgeholt. Am Morgen des 5. Oktober eskaliert die Lage. Bewaffnete Einheiten rücken an. Feuer! Feuer!
Gefangenen benutzen Gasflaschen als Bomben. Die Wärter schießen zurück. Als die Lage wieder unter Kontrolle ist, sind 9 Insassen tot. Vor langer Zeit gab es mal einen großen Aufstand mit Toten. Das war um 1990 herum. In den letzten 4 Jahren gab es keinen Ausbruch. TH gilt als sehr sicheres Gefängnis, wegen der Form und der Größe der Anlage. Jeder Trakt ist von hohen Mauern umgeben. Ebenso wie die einzelnen Gefängnisse. Der gesamte TH-Komplex hat Außenmauern in einiger Entfernung zu den Gefängnissen. Der Bereich, an dem sich die Gefängnisse befinden, hat eine spezielle Struktur. Im Zentrum gibt es einen Hochsicherheitstrakt, der von bewaffneten Wärtern bewacht wird. Durch die verschiedenen Sicherheitsbereiche wird eine Flucht schwierig. 2 könnte man überwinden, aber nicht 4. In den Gefängnissen halten Wärter mit Schlagstöcken Wache. Die Hochsicherheitstrakte, die Außenmauern jedes Gefängnisses und die Gänge dazwischen werden von Paramilitärs mit Sturm- und Maschinengewehren bewacht. Gepanzerte Fahrzeuge und Schnelleinsatzgruppen stehen bereit. Die Sicherheitssysteme in TH wurden nach einigen Ausbrüchen verschärft. Trotzdem suchen die Häftlinge nach Fluchtmöglichkeiten. Das ganze erste Jahr lang habe ich nach einem Fluchtweg gesucht. Aber es gab keinen. Das war ein Schock, eine große Enttäuschung. Es gab keinen Weg daraus. Und trotzdem habe ich im zweiten und auch im dritten Jahr noch weitergesucht und gelernt, wie das Gefängnis aufgebaut ist. Ich begriff, dass man ohne massive Gewalt nicht herauskommt. Man ist also täglich gezwungen, sich irgendwie anzupassen. In einem anderen Trakt desselben Gefängnisses versucht Ashir, sich einzugewöhnen. Müde und übernächtigt will er sich waschen. Kann ich den Becher haben? Ich brauche Wasser. Stell dich erst mal an. Ich will nur mein Gesicht waschen. Egal, stell dich erst an. Ich hätte nie gedacht, dass mir das mal passiert. Dass ich ins Gefängnis komme und hier schlafen muss. Nie. Für 80% der Insassen in TH läuft wie für Ashir der Prozess vor den verschiedenen Gerichten Delhis. Sie bleiben hier, bis ihr Prozess zu Ende ist. Dadurch drängen sich manchmal fast 14.000 Gefangene in Räumen, die für insgesamt 5.200 ausgelegt sind. Überbelegung ist ein ernstes Problem. Wenn wir zum Beispiel für 6.000 Leute Verpflegung und Unterkünfte haben und dann sind 12.000 hier, man kann es sich vorstellen. Das Sicherheitssystem stößt an seine Grenzen. Besuche müssen eingeschränkt werden. Die Wasser- und Stromvorräte, die Küche, die medizinische Versorgung, nichts ist darauf ausgelegt. In Gefängnis Nummer 3 werden Ashir die Regeln erklärt. Achtung, Zelle 10. Die Neuankömmlinge von letzter Nacht kommen bitte sofort ins Büro. Ich bin der Leiter hier. Wenn ihr Probleme habt oder etwas braucht, kommt zu mir.
War einer von euch schon einmal im Gefängnis? Irgendwo? Wissen eure Familien, dass ihr hier seid? Ja, ich habe Bescheid gesagt. Noch was, beachtet die Durchsagen. Ihr solltet wissen, wann ihr aufgerufen werdet, falls ich es mal nicht mitkriege. Und am wichtigsten ist, ihr dürft den Trakt nicht verlassen. Um 12 gibt es Mittagessen. Das Essen ist vegetarisch. Jeden Tag kochen Insassen 3 Mahlzeiten und Snacks für über 10.000 Häftlinge. Die Verurteilten, die ihre Haftstrafen absitzen, müssen arbeiten. Untersuchungshäftlinge können sich freiwillig melden. TH wird sozusagen von den Insassen geführt. Wir haben auch Bildungsprogramme, die von Insassen geleitet werden. Es gibt ein Fabrikgelände in Gefängnis Nummer 2. Dort machen wir einen Umsatz von 4 Millionen Dollar. Jeden Morgen um 8 gehen 900 Insassen in die Fabrik in Nummer 2. Sie arbeiten in einer Bäckerei und Werkstätten, die unter anderem Kleidung, Schuhe und Möbel herstellen. Im Gegensatz zu Ashir wurde Manu Sharma verurteilt. Er muss im Gefängnis arbeiten. Er setzt seine Managementkenntnisse ein, die er sich im millionenschweren Familienunternehmen angeeignet hat. Unter seiner Führung haben sich die Einnahmen verdreifacht. Heute ist er in der Tischlerei. Wie viele Tische wirst du heute liefern? Heute werden es 250 Tische. Das reicht nicht. Es regnet zu viel. Dann ist alles überflutet und wir können nicht arbeiten. Trotz des Regens will Manu die Ziele erreichen, die er der Gefängnisverwaltung versprochen hat. Heute regnet es nicht. Ich will 300. Die Waren, die in TH hergestellt werden, bringen nicht nur Geld. Die Produktion hat noch andere Vorteile. Etwa 900 Insassen arbeiten. Sie sind beschäftigt und das hält sie von negativen Stimmungen ab. Die Leute kommen mit einer sehr negativen Einstellung hierher, die sie zur Kriminalität verleitet hat. In TH gibt es verschiedene Häftlinge. Die meisten haben kleine Verbrechen begangen. Aber es gibt auch Schwerverbrecher. Unser Ziel ist es, die Gefangenen als gute Bürger wieder in die Gesellschaft zu entlassen. In ihrer Haftzeit können sie sich weiterbilden. In TH gibt es einige kostenlose Ausbildungsprogramme, wie die von Friseur Amjad Habib. Zu Amjad kommen auch Frauen aus Gefängnis Nummer 6. Angeklagt wegen Prostitution, Drogenmissbrauch oder sogar Mord. Auch wenn Nummer 6 von Frauen bewohnt wird, haben es die Wärter nicht leicht. Einerseits ist dieses Gefängnis ein Bild des Friedens, wo Mütter ihre Kinder umsorgen. Andererseits ist Gewalt hier kein Fremdwort. Eine ausländische Insassin greift eine Wärterin im Krankentrakt an. Ich hatte hier im Krankenhaus Dienst. Ich sollte aufpassen, dass die Psychiatriepatienten ihre Medikamente vor meinen Augen einnehmen, damit sie nicht in ihre Zellen schmuggeln und verkaufen. Sie versuchte, die Medikamente zu verstecken und zu entwischen. Als ich ihre Hand festhielt, um nachzuschauen, griff sie mich an. Ich habe mich verteidigt und sie geschlagen. Als ich sie geschlagen und am Kopf gepackt habe, hat sie mich gebissen. Genau hier.
Sie war HIV-infiziert. Deswegen habe ich mir große Sorgen gemacht. Ich habe fast ein Jahr gebraucht, um darüber hinwegzukommen. Ich hatte Angst, ich hätte mich mit HIV angesteckt. Meine ganze Familie war dadurch bedroht. Ich hatte zu viel Angst, überhaupt herzukommen. Nach einem Jahr nahm Renu ihren Dienst wieder auf. Die Vollzugsbeamten in Nummer 6 stehen ständig vor solchen Herausforderungen. Wenn man hart durchgreifen will, wird man angegriffen. Egal welchen Rang man hat, egal wer man ist. Sie greifen sogar den Oberaufseher an. Tihars Geschichte strotzt vor Gewalt. Heute gibt es neue Regeln. Gefangene, die wie Ashir zum ersten Mal hier sind, werden von den gefährlichen Gefangenen getrennt. Ashir Kumar! Ashir Kumar, Sohn des Arun Kumar. Komm, du hast Besuch. Eine gute Nachricht für Ashir Kumar. Mein Bruder und ein Freund sind gekommen. Ich habe ihnen gestern eine Nachricht geschickt. Vielleicht sind sie deshalb da. Obwohl er neu ist, spürt Ashir die unterschwellige Gewalt. Die Polizei zwang alle, sich für die Durchsuchung auszuziehen. Sie nahmen meinen Daumenabdruck für die Akten und wurden sogar etwas handgreiflich. Jeder, der hier zum ersten Mal ist, wäre entsetzt. Wer weiß, ob sie dir nicht die Hände brechen. In einem anderen Trakt in Nummer 3 bereitet sich auch Edward auf einen Besucher vor. Sein Anwalt kommt bald, um die nächste Anhörung in seinem Prozess durchzusprechen, der nun schon 7 Jahre dauert. Ich wurde im Mai 2003 festgenommen. Aber die Anklage wurde erst im November 2004 erhoben, also 1,5 Jahre später. In der Zeit dazwischen kann rechtlich geschehen nichts passieren. Es gibt keine Vorschriften dafür. Es wurde ja niemand angeklagt, sondern nur beschuldigt, verstehen Sie? Die ersten 1,5 Jahre war ich also nur ein Beschuldigter und der kann nichts tun. Edward wird des Drogenbesitzes und der Verletzung des Fremdwährungsgesetzes beschuldigt. Am Anfang seines Prozesses wurde er von einem Anwalt angesprochen. Ich stand alle 2 Wochen vor Gericht und jedes Mal wurde die Untersuchungshaft wieder um 2 Wochen verlängert. Nach 3 oder 4 Monaten kam immer wieder ein Anwalt auf mich zu, vor dem Gericht, im Gericht. Er sagte mir, er sei ein Spitzenanwalt und hätte mich in 6 oder 8 Wochen auf Kaution draußen. Ich habe angebissen. Am Anfang wollte er 30.000 Rupien im Voraus, um sich den Fall erst mal anzusehen. Nach den 30.000 wollte er dann 70.000 bis 90.000. Aber ich hatte nur 75.000. Die ließ ich ihm durch die britische Hochkommission zukommen. Dann wollte er 200.000 Rupien, um angeblich die Freilassung auf Kaution zu erreichen. Ich fragte ihn dann, wie viel das insgesamt kosten würde. Und da nannte er die gigantische Zahl von 30 Lakh. Später habe ich herausgefunden, dass er meine Schwester in Kanada angerufen hat. Er hat ihr erzählt, er ist am Boden, er wird gefoltert, er ist schwach. Sie werden ihm 20 Jahre geben, das überlebt er nicht. Schicken Sie mir Geld, nur dann kann ich ihn da rausholen. Es ist ein ganz einfacher Trick. Alle betrügenden Anwälte machen das so. Und das bei allen, nicht nur Ausländern, bei Indern auch. Edwards Anwalt, der letzte in einer ganzen Reihe von Anwälten, ist pünktlich. Treffen mit Rechtsberatern finden in Tihar nur in Gegenwart eines hochrangigen Gefängnisbeamten statt. Edward hat endlich einen Anwalt, dem er vertraut. Wie geht es Ihnen, Mr. Ellis? Mir geht es sehr gut, danke. Das ist ein grober Fehler, der sich komplett durchzieht. Und ich wusste von nichts und
Sie wussten es nicht und wurden nicht ordentlich rechtlich beraten. Es sieht so aus. Man fand Haschisch und fremde Währung, von der die Anklage sagt, dass sie nicht gemeldet wurde. Unser Fall ist einfach. Die Anklage muss zweifelsfrei beweisen, dass das Geld aus ihrem schon eingecheckten Gepäck stammte. Der Fall ist also fast abgeschlossen. Und Sie sollten diesen Monat ein Urteil bekommen. Gott segne Sie. In Gefängnis Nummer 3 sitzt Ashir nun schon seit 2 Wochen. Wie für Edward steht auch seine nächste Anhörung kurz bevor. Ich brüte die ganze Zeit vor mich hin. Also spiele ich Tischtennis, um ruhig zu bleiben. Ich lenke mich so ab. Ich frage mich, was am 29. passieren wird. Ich weiß es absolut nicht. Vielleicht wird meine Haft verlängert, das hängt nur vom Richter ab. Das macht mich ziemlich unruhig. Ashir ist zum ersten Mal mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Im Gefängnis nebenan sitzt Adbir Singh, der seit 14 Jahren sein Urteil anfechtet. Die 37 Stichwunden seiner 3 Opfer wurden genau dokumentiert und überzeugten das Gericht von der brutalen und grausamen Art der Ermordung. Er wurde zum Tode verurteilt. Als mir das Todesurteil vorgelesen wurde, war es, als würde mir der Boden unter den Füßen weggezogen. Ich war wie betäubt, mein Hals war trocken und ich begann zu weinen. Ich konnte nicht mal denken. Ich war wie betäubt. Adbir sitzt seit über 14 Jahren im Gefängnis und versucht, sein Urteil von höheren Gerichten vermindert zu bekommen. Ich zog vor das hohe Gericht, weil ich dachte, dort Strafminderung zu bekommen. Aber das funktionierte nicht. Dann ging ich zum obersten Gerichtshof, wo fast 4 Jahre verhandelt wurde. Ich war hundertprozentig sicher, dort zu gewinnen und das Todesurteil in lebenslänglich umzuwandeln. Zu Adbirs Enttäuschung wurde seine Anfechtung vom obersten Gericht zurückgewiesen und das ursprüngliche Urteil bestätigt. Manoj Dwivedi ist der Oberaufseher des Gefängnisses, wo ein zum Tode Verurteilter seinen letzten Tag verbringt. Wenn jemand zum Tode verurteilt, das vom obersten Gericht bestätigt und das Gnadengesuch vom Präsidenten zurückgewiesen wurde, stellt ein Bezirksrichter einen schwarzen Haftbefehl aus. Diesen liest der Oberaufseher des Gefängnisses dem Verurteilten vor. Das Urteil wird meist innerhalb von 2 Wochen ab der Ausstellung des Haftbefehls vollstreckt. Die Bestätigung seines Todesurteils vom obersten Gericht trifft Adbir hart. Eines Morgens um 8, als ich noch schlief, kamen meine Freunde und erzählten, dass meine Berufung vom obersten Gericht zurückgewiesen wurde. Ich weiß noch, das war ein Dienstag. Ich war schockiert und habe seitdem jegliche Motivation verloren. Ich habe sonst ganz gut gegessen. Jetzt kriege ich kaum etwas runter. Ich trinke nur Tee. Adbirs rechtliche Möglichkeiten sind fast erschöpft. Der Termin für seine Erhängung könnte bald feststehen. In Ashirs Gefängnis haben die Vollzugsbeamten ihre eigenen Probleme. In der Vergangenheit gab es viel Gewalt. Nach dem neuesten Zwischenfall in einem Bandenstreit musste ein Häftling ins Krankenhaus. Ich ging von meinem Trakt in einen anderen. Dort warteten 10 meiner Feinde, Leute, die mich nicht mögen. 4 von ihnen hielten mich fest. Sie hatten Skalpelle und Messer dabei. Sie griffen mich an. Zuerst gingen sie auf meinen Rücken los. Da konnte ich mein Gesicht noch schützen. Aber dann erwischten sie mich hier. Mein Rücken ist schwer verletzt, aber mein Gesicht konnte ich etwas schützen, weil ich mich gewehrt habe.
Gewaltbereite Häftlinge wissen, woher und wie sie an Waffen kommen. Wir bekommen sie von hier. Manche sind mächtiger als wir, die beschaffen sie und geben sie uns. Wir geben sie dann auch weiter. Von irgendwoher und irgendwie kriegen wir immer welche. Aus Nadeln, Klingen und dünnem Metall machen sie Messer und aus zerbrochenen Stangen oder Rohren Schläger. Damit verteilen sie dann Prügel. Man kann nie wissen. Man ist nie sicher. Oberaufseher Manoid Vivedi will eingreifen. Den Insassen steht eine Überraschung bevor. In Gefängnis Nummer 3 befindet sich der Hochsicherheitstrakt Nummer 8. Die gefährlichsten Terroristen und Verbrecher stehen hier unter ständiger, bewaffneter Überwachung. Der Oberaufseher führt seine Mannschaft hinein. Komm raus für die Durchsuchung. Was ist das? Komm raus, ich muss dich durchsuchen. Bei Durchsuchungen findet man oft gefährliche Schmuggelware. Wir haben unseren eigenen Geheimdienst. Eigentlich erfahren wir von den Häftlingen selbst, was los ist. Wir achten auch sehr darauf, was jeder tut. Und wenn nötig, machen wir zwischendurch extra Durchsuchungen. Jede Ecke wird durchleuchtet. Ist das Salz? Hinter losen Fliesen könnten Verstecke sein. Was ist das? Unani-Medizin. Das ist okay, das ist nur ein Radio. Endlich eine Entdeckung. Das ist verboten, damit kann man ein Auge ausstechen. Hast du die vom Schneider? Wer hat dir erlaubt, sie mitzunehmen? Heute haben wir eine Nadel gefunden, die gelten als Waffen. Sie nehmen die Nadel, binden sie an einen Holzgriff und machen eine Waffe daraus. Die halten sie wie ein Messer und verletzen damit andere an Wangen und Augen. Manchmal schlitzen sie sogar Kehlen auf. Trotz der positiven Veränderungen in den letzten Jahren ist die Arbeit hier immer noch eine Herausforderung. Meine Familie macht sich immer Sorgen. Sie stellen sich immer vor, was mir passieren könnte. Wir sind hier nicht sicher. Wenn wir die Frauen bei etwas erwischen oder nur streng sind, bedrohen sie uns. Sie sagen, sie werden uns das oder jenes antun, dass sie uns hier oder auch draußen erwischen werden. Sie drohen uns sogar, uns zu töten. In Gefängnis Nummer 3 hat sich Ashia an das Gefängnisleben gewöhnt. Ich bin jetzt seit fast 22 Tagen hier. Die meiste Zeit rede ich mit anderen Insassen. Wir essen in Gruppen, dann fühlt es sich etwas an wie zu Hause. Oder wir spielen Spiele, als wären wir draußen. Diese kleinen Dinge helfen uns, nicht an zu Hause zu denken. Wenn man die ganze Zeit allein herumsitzt, ist es sehr schwer. Die Tage vergehen. Schließlich ein Monat. Endlich bekommt er eine Anhörung. Ashirs Frau verklagt ihn wegen Verletzung der Unterhaltspflicht. Seine Freilassung hängt davon ab, ob seine Familie das Geld hat. Die Chancen stehen 50-50, dass ich entlassen werde. Hoffentlich weist meine Mutter den fälligen Betrag an. Aber es kommt darauf an, ob sie das regeln konnten. Ich habe nicht mit ihr geredet. Ich werde es erst sehen, wenn ich im Gericht bin. In Trakt 5a geht es auch für Edward in seinem Prozess weiter. Er weiß, dass es schwierig wird. Vielleicht bin ich noch einen Monat hier oder zwei oder drei. Vielleicht noch ein Jahr oder fünf Jahre. Ich weiß es nicht. Es heißt, der Fall wird bald abgeschlossen. Wer weiß. Wenn es vorbei ist, ist es vorbei.
Dann werde ich aus der Tür gehen, erleichtert und vollkommen frei. You know, I intend to. Ich werde jede noch so kleine Möglichkeit nutzen, um Wiedergutmachung und Entschädigung dafür einzufordern, dass ich hier eingesperrt wurde. Für den Albtraum, den ich hier erlebt habe. Und für die unvorstellbaren Ängste und Sorgen, die meine Familie ausstehen musste. Untersuchungshäftlinge wie Edward, die auch auf ihren Prozess warten müssen, sind der Grund dafür, dass in Tihar immer noch fast doppelt so viele Insassen leben, als für das Gefängnis vorgesehen sind. Generaldirektor Gupta begutachtet den Baufortschritt eines neuen Gefängniskomplexes. Mit diesem Komplex sind wir unser Überbelegungsproblem ein für alle Mal los. In der Fabrik in Nummer 2 hat Manu gute Nachrichten für den Oberaufseher. Wie läuft die Produktion? Wir hatten heute 500 als Ziel. Die Jungs haben es übertroffen. Sie haben die 700 geknackt. Sammel bitte alle Führungsberichte ein. Wir schauen, welche Straferlässe für die Männer möglich sind. Als ich hier angefangen habe, wurden zwischen 100 und 125 Tische hergestellt. Wir steigerten uns auf 200, dann 250, dann 300. 500 war ein Ziel, das schwer zu erreichen war. Und gestern haben wir es übertroffen. Wir haben 700 hergestellt. Das war super. Es ist wie eine Parallelwirtschaft, eine eigene Welt. Es wird gekocht, es gibt Handwerk und Produktion. Hier wird alles erledigt. Im selben Gefängnis wie Manu bespricht Adbir seine Strategie mit seinem Onkel, der im selben Fall mit angeklagt ist. Mach dir keine Sorgen. Nein, nein, was das Schicksal schreibt, verliere nicht die Hoffnung. Nein, auf keinen Fall. Wir müssen den Antrag auf Überprüfung einreichen. Ich mache das zum 20. oder 25. Mal. Mal sehen, wie es läuft. Ich werde das bereuen, solange ich lebe. Es ist, als wäre mein Leben vorbei. Ich überlasse das Gott. Wenn es mein Schicksal ist, zu leben, dann lebe ich. Ansonsten. Einen Monat nach seiner Ankunft in Tihar hat Ashia einen Entlassungsbefehl vom Gericht. Jetzt bin ich ziemlich entspannt. Natürlich freue ich mich, dass ich nach Hause kann. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal ins Gefängnis muss. Vergiss uns nicht. Auf keinen Fall. Name? Sir Ashikumar, Sir. Der Name Ihres Vaters? Sir Sri Arun Kumar. Wann sind Sie ins Gefängnis gekommen? Am 29.09.2010, Sir. Das Gericht hat Ihre Freilassung angeordnet. Wir brauchen Ihren Daumenabdruck. Ich werde nie wieder etwas tun, das mich ins Gefängnis bringen könnte. Ashir ist wieder ein freier Mann. Doch täglich werden etwa 200 Menschen in Tihar eingesperrt. Etwa genauso viele werden freigelassen. Bis neue Gefängnisse gebaut sind, wird der Druck auf Tihar weiter wachsen und alle auf die Probe stellen, die hier arbeiten und leben, in einem der größten Gefängnisse der Welt. Dieser Ort ist eine Welt für sich.
Für Ashir beginnt in Gefängnis Nummer 3 der erste Tag. Der Morgenappell ist um 5.30 Uhr. Die erste Nacht im Gefängnis war für Ashir nicht einfach. Als ich in die Baracke gekommen bin, haben mich alle angestarrt. Das war so komisch. Ich habe ja kein großes Verbrechen begangen. Ich hatte eine furchtbare Nacht. Überall waren Moskitos und Wanzen. Die Decke war kratzig. Man konnte sich nicht damit zudecken, sie schürfte die ganze Haut auf. Das Licht war die ganze Nacht an und es war so eng. Man ist ja hier nicht alleine. Die ganze Nacht wurde laut geredet, deswegen habe ich kaum geschlafen. Ashir hat Glück. In Tihar gibt es Maß. Das Tihar-Gefängnis in Neu-Delhi. Früher gehörte es zu den berüchtigsten Gefängnissen Asiens. Es gab unglaublich viel Gewalt. Das Leben dort war eine einzige grausame Folter. Tihar ist heute ein Hochsicherheitsgefängnis. Und man bemüht sich um ein besseres Bild. Es ist sauber, grün und ruhig. Doch es gibt noch dunkle Ecken. Es kann jeden Augenblick vorbei sein. Hier gibt's kein Entkommen. Der neue resolute Gefängnisleiter und seine Wärter haben nun die Aufgabe, mehr als 10.000 Insassen in Schach zu halten. Hier sind sehr viele Verbrecher und Terroristen untergebracht. In diese Welt kommt ein neuer Insasse. Einer, der noch nie im Gefängnis war. Er wird bald lernen, wie es in Asiens größtem Knast läuft. Auf die harte Tour. Täglich bringt eine flotte Busse neue Häftlinge nach Tihar, in Asiens größtes Gefängnis. Tihar-Komplex sind mehr als 10.000 Gefangene inhaftiert. Das ist 20 Mal mehr als in einem US-Gefängnis. Vergewaltiger, Terroristen, Mörder, Drogendealer und Bandenchefs sitzen hier zusammen mit Kleinverbrechern und Wirtschaftskriminellen ein. Jeder Tag bringt neue Herausforderungen für die nur rund 700 Wärter. Ihr Boss ist Generaldirektor Brijesh Kumar Gupta. Der ehemalige Abteilungsleiter für Kriminalität in Neu-Delhi hat im Sicherheitsdienst des indischen Premierministers gearbeitet. Insgesamt ist er schon 35 Jahre im indischen Polizeidienst. Im Kontrollraum sieht er, wie ein Häftling einen Wärter angreift. Andere Wärter der Tamil Nadu Special Police, kurz TSP, greifen nicht ein. Warum greifen die anderen nicht ein? Es sind so viele da. Ruf den Kommandanten. Die TSP-Wächter stehen nur herum. Sehen Sie sich das an. Die sollten alle suspendiert werden. Unsere Aufgabe ist vor allem, eine sichere Verwahrung für so viele Gefängnisinsassen zu gewährleisten. Wir haben immer um die 11.000 Häftlinge. Diese große Zahl stellt uns vor eine gewaltige Herausforderung.
Monat werden hier mehr als 3000 Menschen inhaftiert. Ashir Kumar war noch nie im Gefängnis. Er wurde wegen häuslicher Gewalt und Verletzung der Unterhaltspflicht angeklagt. Der Richter schickte ihn direkt vom Gericht ins Gefängnis. Wie ist Ihr Name? Ashir Kumar. Der Name Ihres Vaters? Shri Arun Kumar. Ihr Beruf? Ich habe eine Videospielhalle. Haben Sie Narben? Hier. Noch mehr? Hier ist noch eine. Die Gefängnisbeamten nehmen die Daten auf. Ein Arzt soll klären, ob es etwas gibt, das behandelt werden muss. Suchtkrankheiten? Ja, Sir. Wovon? Alkohol und Zigaretten. Irgendwelche Krankheiten? Tuberkulose, Asthma, Epilepsie, HIV, Diabetes? Nein. Mund auf. Seit Tihars Eröffnung 1958 müssen sich alle Neuankömmlinge einer Leibesvisitation unterziehen, so auch Ashir. Dann betritt er das Gefängnis. Ich habe von Tihar gehört, aber ich bin zum ersten Mal hier. Ich habe ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, was für Leute hier sind. Ein Mitinsasse führt ihn hinein. Ashir sitzt hier nur vorläufig ein. Nach indischem Recht ist er ein Untersuchungshäftling. Seine nächste Anhörung soll in einem Monat sein. Bis dahin bleibt er in Tihar. Einige der berüchtigsten Kriminellen der Welt haben schon in Tihar gesessen. Wie der Serienmörder Charles Sobhraj und Terroristen wie Ahmed Omar Said Sheikh, der mutmaßliche Mörder des US-Journalisten Daniel Pearl, und Maulana Massoud Assar, der in die Anschläge vom 11. September verwickelt gewesen sein soll. Der Gefängniskomplex ist etwa 1,6 Quadratkilometer groß und besteht aus 9 einzelnen Gefängnissen. 8 davon beherbergen Männer, Nummer 6 ist ein Frauengefängnis. Jedes Gefängnis ist wiederum in Trakte mit Baracken und Zellen unterteilt.